Wenn man in Wien und in Wienerisch von der Ansapanier spricht, von was spricht man da? Von der Ansapanier? Ja, okay, ich komme ursprünglich aus Serbien, kann ein bisschen den wienerischen Dialekt, aber ich weiß nicht, was eine Ansapanier ist, tut mir leid. Kein Problem. Ansapanier wäre gewesen ein schönes Festtagsgewand. Welche Wiener U-Bahn-Linien sind die mit den meisten Stationen entlang der ganzen Strecke? Würde ich mal sagen, die U6 und die U1. Richtig. Wie lange dauerte der 100-jährige Krieg? Gab es überhaupt einen 100-jährigen Krieg? Ja. Der hat 100 Jahre. Ja, nicht ganz. Es wären 116 Jahre gewesen. 116 Jahre. Genau, ja. Einmal 5 Euro Taxigutschein fürs Mitmachen. Ja, wenigstens etwas. Ich weiß jetzt nicht, ob es mich bis zum 16. bringen wird, aber... Zumindest ein Stück. Ja, zumindest so wenigstens bis zur der nächsten U-Bahn-Station. So ist es. Also, einen Kugelschreiber braucht man immer. Wie lautet der Satz des Pythagoras? A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Richtig. In welchem Jahr wurde der Euro als Währung in Österreich eingeführt? 2000. Ich sag 2002. 2002 ist richtig. Wann war vorgestern gestern? Gestern. Ja, richtig. 10 Euro Taxigutschein von uns für die Nachhausefahrt. Okay. Super. Danke fürs Mitspielen und einen schönen Tag noch. Danke. Welche Serie war die meistgesehenste Serie auf Netflix 2019? Squid Game. Ja, Squid Game, safe. 2019. Squid Games war später. Nicht Squid Game. Listen. Aber mit S. Mit, na, Grey's Anatomy auch nicht, aber mit S beginnt's. S? Ja, es wäre Stranger Things gewesen. Bis zu welcher Zahl kann man zählen, ohne das Wort UND in den Mund nehmen zu müssen? Also wenn ihr zählt, 1, 2, 3, braucht ihr kein UND. Ab welcher Zahl brauche ich das Wort UND? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21. Das ist richtig, genau. Jeder von euch bekommt einmal 5 Euro Taxigutschein. Daumen! Wer auf Wienerisch von der Ansapanier spricht, der spricht von... Ja, Ansapanier, würde ich sagen, ist, ja, das weiß ich leider nicht. Es wäre die schöne Festtagsgewand gewesen. Welches der folgenden Speisen ist typisch für Österreich? Ist es die Pizza, sind es die Tortillas oder ist es doch das Wiener Schnitzel? Das Wiener Schnitzel. Das ist richtig. Wie lang ist die Strecke eines Marathons? 42 Kilometer. Das ist richtig. Ach. Vielen Dank fürs Mitmachen. Jeweils 5 Euro Taxigutschein. Danke sehr. Plus ein Stück aus dem Goodiebag zur freien Entnahme. Woraus besteht Luft? Also Licht. Ja. Sauerstoff und was noch? Es ist Sauerstoff und noch ein Stoff. Keine Ahnung. Stickstoff wäre es gewesen. Wann wurde Netflix gegründet? War das 1997, 2001, 2009 oder 2015? Das ist richtig. Eine Frage habe ich noch für dich. Und zwar, wie heißt der erste Film von Pixar? Welche Filme von Pixar kennst du denn? Das ist von Disney. Toy Story. Das wäre der erste Film gewesen. Ne? Einmal 5 Euro. Wie viele Felder hat ein Schachbrett? 38. Na, ein bisschen zu wenig. 46. Na, es wären 64 gewesen. 64, okay. Was war die meistgesehenste Serie auf Netflix 2019? Ich würde sagen Haus des Geldes. Nein. Das ist eine andere amerikanische Serie. Gib dir gerne noch einen Tipp, also einen Versuch. Ich schau gar keine Serie. Okay. Stranger Things? In welchem Land wurde Elon Musk geboren? Südafrika. Das ist richtig. Ja. Einmal ein Goodiebag und einen Taxigutschein für die Nachhausefahrt. Dankeschön. Von wem stammt das Zitat? Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. Neil Armstrong? Ist richtig, ja. Neil Armstrong?
Neil Armstrong ist richtig, ja? Ja. Woher stammt der Ausspruch, sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Albert Einstein, glaube ich. Nein, aber es ist ein Dramatiker, ein Künstler, ein Schriftsteller. Ah, William Shakespeare. Richtig. Was bedeutet die Abkürzung IT? Informationstechnologie. Wie viele Knochen hat der menschliche Körper? 210. Zwischen 206 und 214, also perfekt getroffen, richtige Antwort. Wann wurde das erste iPhone vorgestellt? War das allererste? 2001, oder? Ich glaube 2007. 2007 ist die richtige Antwort. Wann wurde Netflix gegründet? 1997, 2001, 2009 oder 2019? Weil ich glaube, ich habe niemals das. Ich glaube 2001 oder 2010. War 2001 eine Auswahl? Das ist ja, Digga, schau mal hier an, das ist sicher sein. Ja, okay. Ihr müsst euch entscheiden. 1997. 1997 ist die richtige Antwort. In welchem Kontinent befindet sich die Stadt Baku? Baku? Baku, ja. In welchem Kontinent? In Australien? Na, aber mit A beginnt's. Asien. Asien ist richtig. Ja. Das kleinste flächenmäßigste Bundesland, von der Fläche her das kleinste Bundesland in Österreich, ist welches? Wien. Wien ist richtig. Wie viele Punkte hat ein Würfel insgesamt? 2 plus 1, 3 haben wir noch, 6, 4, das ist 10, 5, das ist 15, plus 6, das ist 21. Richtig, alle drei Fragen richtig waren. Ja, ich bin der Beste. Vielen Dank fürs Mitspielen. Digga. Von uns gibt's Taxigutscheine für dich. Ja. Und ein Goodie-Bag von Taxi 40100 mit verschiedenen Goodies. Wo in Wien befindet sich der höchste Punkt? Fuck. Es wäre der Hermannskogel gewesen. Ne? Wer war der erste Präsident der Vereinigten Staaten in Amerika? Der allererste Präsident. George Washington ist richtig. Wie wird ein Dokument genannt, mit dem man technische Erfindungen schützen lässt? Sind das viele? Vielleicht gibt es noch einen Joker? Patent. Patent ist richtig. Danke. Ein Taxigutschein. Oder Taxigutschein. Und für euch gibt es noch gemeinsam einen Goodiebag. Wie viele Taxis gibt es in Hongkong? Also ich hätte gesagt 18.000. Punktlandung. 18. Wie nennt man eine Gruppe von Krähen? Was ist eine Krähe? Die ist voll. Wie man sie nennt? Eine Gruppe davon. Nein. Vögel? Nein, aber mit S beginnt es, denkt sich zu kompliziert. Kannst du es nochmal ins Mittel? Schwarm. Schwarm ist richtig. Einmal 5 Euro für jeden von euch. Danke. Und ihr könnt euch natürlich gerne einen Goodie vom Goodiebag aussuchen. Sure. Ja, natürlich. Meine Katze wird Spaß haben. Super. Dankeschön. Danke fürs Mitspielen. Wie lange dauerte der 100-jährige Krieg? 100 Jahre. Ist leider falsch. 116 Jahre. Welcher Krieg war das? Der 100-jährige. Wann ist das Internet entstanden? Ich sag 1982. Na, ein bisschen früher. Früher? Ich gebe dir 2 Versuche noch. Okay. 1975. Bisschen früher noch. 1972. Na, es wären 69 gewesen. In welchem Jahr wurde in Österreich der Euro als offizielle Währung eingeführt? Warte. Wir wissen das, Bruder. Nein. Doch. Es ist kurz vor meinem Geburtstag, Ladies. Wann hast du Geburtstag? 2005. 2002? Ist richtig. Ja. Wichtig. Oh, ich fühle mich schon dumm. Egal, chill. Bis zu welcher Zahl kann man zählen, ohne das Wort und in den Mund zu nehmen? Gar nicht. Doch. Bis 99? Nein, bis 100. Ah. 100? Nein, du. Bis kein Hund. 8000? So, und jetzt sag nochmal die Zahl, die du als erster genannt hast. 100. Na, davor noch? 99. So, und jetzt sag's nochmal langsam. 9. Ah. Okay, und jetzt haben wir's. Ist auch noch das Und darin. Bis zu welcher Zahl brauche ich kein Und? Merkst du schon. Ey, Jungs, ab welcher Zahl braucht man das Und?
7. Die 7. Schaut. Also. Joker von der Seite. 20. 20. Ist richtig. Und ihr bekommt auch ein Goodie aus unserem Goodie. Oh mein Gott. Einfach reingreifen. Wer das älteste Kaffeehaus in Wien besuchen möchte, der geht wohin? Mal hungern? Nicht ganz. Sache fällt mir eigentlich nur noch ein. Frauenhuber wäre es gewesen, ne? Welche der folgenden Speisen ist typisch für Österreich? Ist es die Pizza? Sind es Tortillas? Oder ist es doch das Wiener Schnitzel? Das Wiener Schnitzel. Richtig.